Herzlich willkommen bei Kochen aus der Gruft. Wir machen heute einen super glibberigen Schleimcocktail und noch super ekliges Schleimpopcorn mit grünem Glibber drüber. Und damit fangen wir jetzt noch an. Schleimpopcorn. Dafür brauchen wir jede Menge Öl. Das kommt in einen Topf, wird erhitzt zusammen mit dem Popcorn und dann warten wir einfach, bis es aufpoppt. So, Deckel drauf. Ihr müsst ein bisschen daneben stehen und hören, weil wenn es aufhört, plupp, 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 plupp zu machen, dann ist es fertig und ihr müsst schnell sein, weil sonst habt ihr nur noch schwarzes Popcorn. Und es soll ja nicht so schmecken, wie es aussieht. Hört ihr ihre kleinen Schweine? Au, es ist so heiß! Ah! Oh, der Sound. Jetzt machen wir die Kuvertüre und dafür müssen wir die Kuvertüre und das Kokosfett in einem Wasserbad schmelzen. Wie funktioniert das? Ihr nehmt euch einfach einen Topf, macht da Wasser rein, nehmt euch eine Schale, die nicht schmilzt, also sie sollte nicht aus Plastik sein, und dann erhitzt ihr das einfach so lange da drin, bis alles flüssig ist. So, der Topf darf nicht zu voll sein, es reicht schon, weil der Wasserdampf erhitzt das Ganze dann. Jetzt nehmen wir uns einfach unsere Kuvertüre und unser Kokosfett und kippen das da rein. Wenn sich das alles komplett da drin aufgelöst hat, kloppen wir da jetzt die Schleimfarbe rein, aka die Lebensmittelfarbe. Und ihr wollt ja, dass es schnodderig aussieht, deswegen grün und gelb kann ich sehr empfehlen. So, dann kloppen wir das jetzt einfach drauf, ne? Stellt euch vor als Inspiration, jemand hat drauf genießt. So ungefähr. Ein bisschen zu lang gewartet, die ist schon ein bisschen zu hart bei mir. Wenn ihr das macht, müsst ihr einfach ein bisschen mutiger sein mit der Farbe. Und dann schnell. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ich probiere mal. Schmeckt total gruselig. War natürlich nur ein Scherz, schmeckt super. Jetzt haben wir ja schon was zum Essen, jetzt brauchen wir nur noch was zum Trinken. Heißt, Zeit für unseren Schleimcocktail. Schleimpunsch. Dafür machen wir jetzt erstmal Götterspeise. Da steht auf der Packung, wie die gemacht wird. Ich muss jetzt hier einfach die Götterspeise in den Topf machen. Zack, halben Liter kochendes Wasser drauf. Und jetzt rühren wir da so lange mit dem Schneewesen drin rum, bis das kocht. Und dann kommt das in diese Schüssel. Oh, es ist so krass, es ist wie eine chemische Reaktion. Wenn ich das Wasser raufkippe, wird es grün. Guck mal. Es ist keine chemische Reaktion, es sind meine Zauberkräfte. So, jetzt muss man hier einfach rühren. In der Zeit könnt ihr euch überlegen, was ihr zu Halloween anzieht. Oder wie ihr die Leichen in euren Kellern so aufhängt, dass alle Leute denken, sie wären fake. So, bei mir hat sich jetzt alles aufgelöst. Heißt, ich gieße das jetzt mal um. Jetzt wartet man ein bisschen, bis es abgekühlt ist. Und dann kommt das in den Kühlschrank und wird super götterspeiselig, wabbelig. Wir fangen jetzt mit unserer Punsch-Vorbereitung an. Heißt, ihr wollt den Rand hier super cool zuckern. Dann zeige ich euch jetzt, wie das macht. Nämlich nehmen wir rote Speisefarbe, verdünnen die ein bisschen mit Wasser, gehen da mit dem Finger rein. Alternativ könnt ihr auch das Blut eurer Opfer benutzen. Auch okay. Und dann schmiert ihr einfach diesen Rand damit ein. Wenn das hier runterläuft, so wie bei mir gerade, ist es eigentlich nur cooler, weil es aussieht wie Blut, was runtertropft. Also keine Scheu. Dann brauchen wir Zucker. Das kippen wir mal hier auf so einen Teller. Und jetzt nehmen wir einfach die Schüssel und tunken die so ein. Tada! Und dann habt ihr hier so coolen Blutrand. Wer den Rand nicht blutig will, kann einfach ein bisschen Honig nehmen und den da drauf schmieren. Dann habt ihr durchsichtigen Zucker und keinen roten. So, das ist unsere fertige Schüssel. Könnt ihr so auch für alle anderen Sachen nehmen. Ne? Wenn ihr sagt, finde ich schon geil so, dann macht ihr einfach nur noch Chips rein. Wir machen jetzt aber noch Glibbergetränk. Dafür brauchen wir erstmal unsere Götterspeise. Wie man so die ganze Deko einfach mitnimmt. Götterspeise. Die zerhackt ihr jetzt einfach und löffelt die da rein. Das ist übrigens der Part, der am meisten Spaß macht. Hört ihr das? So hört sich's auch an, wenn ihr jemanden aufgeschlitzt habt und mit der Hand in deren Bauch rumwühlt. Mir macht das alles irgendwie so viel Spaß, ne? Ich glaube, gesunden Leuten macht das nicht so viel Spaß wie mir. Dann 1 Liter Apfelsaft drauf. Dann 1 Liter Selta. Achso, wer nicht weiß, was Selta ist, ist es Mineralwasser mit Kohlensäure. Ich habe jetzt noch was vorbereitet und zwar anstatt Eiswürfel könnt ihr einfach diese Latex-Handschuhe, die man auch als Chirurg benutzt, nehmen. Das Wichtige ist, die müssen ungepudert sein, sonst habt ihr so einen ganz ekligen Geschmack da drin.
Und dann macht ihr einfach ein bisschen Wasser rein mit ein bisschen Speisefarbe, friert die ein. Und dann kann man die danach nämlich aufschneiden und hat ganze Hände in seinem Punsch. Oh, tja, da ist wohl schon ein Finger verloren gegangen oder auch zwei. Schade, dass nicht ein anderer abgebrochen ist. Ihr könnt den Finger auch noch reinschmeißen. Und ihr kriegt diesen Handschuh am besten auf, wenn ihr da einschneidet. Ah, der ist auch schon kaputt gegangen. Wenn ihr da einschneidet, wo die Luftblase ist. Weil sonst ist es ein bisschen schwer, den abzubekommen. So, geil. Mega Halloween. Alternativ seht ihr dann danach aus wie ein Ampelmännchen. So, wir probieren mal. Fein. Gruselig. Und waldmeisterig, lustigerweise. Klar, durch die Götterspeise. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, schreibt einfach gruselige Fragen und Kommentare unten hin. Wir sehen uns dann im nächsten Video und ich wünsche euch allen super Happy Halloween. Tschüss!